Von wegen alt und gebrechlich. Hier sind absolute Spezialisten am Werk. Sie retten Häuser vor Verfall und Abriss. Eine Firma mit großem Können. Aus einem kleinen Zimmermannsbetrieb aus Roth an der Roth in Oberschwaben ist ein deutscher Marktführer geworden. An der Spitze die drei Brüder Jäger. Für den Familienbetrieb gibt es nichts Spannenderes als ein historisches Gebäude. So ein Gebäude, das 600, 700 Jahre alt ist, das ist nachhaltig. Das ist nachhaltig gebaut von Generation zu Generation. Und die haben sich was dabei gedacht am Anfang und zwischendurch. Und das fasziniert mich an diesen historischen Gebäuden, weil das was ist für die Ewigkeit. Häuser für die Ewigkeit? Um sie zu erhalten, ist Jako kein Aufwand zu groß. Das schwäbische Beuren bei Kirchheim-Teck. Mittendrin zwei Fachwerkhäuser, an denen Jako-Zimmerleute arbeiten. Ein Haus stammt von 1386. Wie läuft's? Bernd Jäger schaut auf der Baustelle vorbei. Er ist einer der drei Jako-Chefs. Immer wieder begeistert ihn dieses Haus. Diese Eichenbalken, das war ursprünglich aus der Bauzeit, war zu diesem Zeitpunkt bestimmt 300 bis 400 Jahre alt. Dieser Baum stammt also aus dem Jahr 1000 nach Christus. Im Jahr 1492 wurde Amerika entdeckt durch Christoph Kolumbus. Da war dieser Stamm schon lange eingebaut. Und wenn man sich das jetzt überlegt, was das alles erlebt hat, mit allen Menschen, die dort ein- und ausgegangen sind, das ist schon was Beeindruckendes. Für die Sanierung des mittelalterlichen Doppelhauses müssen sie jede Menge neuzeitliche Wände und Decken herausreißen. Die Schufterei täuscht. Die Jako-Leute wollen die mittelalterliche Substanz so weit wie möglich erhalten. Jede Wand, neuzeitliche Wand, die dann irgendwann mal rauskommt, bringt wieder was Schönes Altes zum Vorschein. Und somit wächst man dann auch selber mit der Baustelle ein bisschen in das Gebäude mit rein. Was haben Sie hier in letzter Zeit nicht alles entdeckt? Etwa in der ehemaligen guten Stube dieser Haushälfte. Hier in dieser Fachwerkkonstruktion sieht man ganz deutlich diese Einkerbungen. Und diese Einkerbungen sind Platzhalter für Holzbalken gewesen. Und auf diesen darüberliegenden Ablagerungen waren Dielen. Das ist eine sogenannte Bohlenbalkendecke, die im Mittelalter oft in den Stuben Verwendung fand. Und die auch hier wohl bauzeitlich mit im Gebäude drin war. Irgendwann hat man diese Bohlenbalkendecke dann ausgebaut und hat dadurch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat zum einen an Raumhöhe gewonnen. Das erzeugt natürlich nach außen hin die Wahrnehmung von Wohlstand, weil hohe Raumhöhen waren nur üblich in Schlössern oder in Klöstern, die Wohlstand ja hatten. Und die Bewohner schafften durch die höhere Decke Platz für einen Stuckfries. Auch so ein Zeichen von Wohlstand. In der anderen Hälfte des Doppelhauses blieb die alte Bohlenbalkendecke erhalten. Bisher versteckt unter Rigipsplatten aus den 60ern. Warum ist diese Decke hier noch vorhanden? Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Leute, die in diesem Wohnteil lebten, die hatten keinen so großen Wohlstand, konnten sich nicht so viel leisten, waren also arm. Deshalb blieb diese Decke drin. Und man kann also ganz klar erkennen, Armut ist der beste Denkmalschutz. Heute gilt das nicht mehr unbedingt. Denn Sanieren kostet Geld, doch es lohnt sich. Wenn man sich in das Gebäude einfühlt oder einfühlen muss, dann ist es wie, dass dieses Gebäude lebt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das Gebäude ist wie ein Mensch. Und wenn ich genau hinhöre und mir das genau anschaue, dann sagt mir das Gebäude, was es will. Und es hat auch gewisse Bedürfnisse. Und man muss auch respektieren, man muss das Alter respektieren, man muss die historische Nutzung respektieren. Und dann kann man auch das für die Zukunft auch sichern und auch dauerhaft zugänglich machen. Jako ist ein reines Familienunternehmen. Entstanden aus einem Zimmermannsbetrieb. Heute haben sie 70 Mitarbeiter. Nicht nur Handwerker, sondern auch Architekten, Planer und Bauphysiker. Gegründet wurde das Unternehmen 1890.
Seit über 30 Jahren sind sie auch Spezialisten für die Versetzung historischer Gebäude. Bernd, Martin und Karl-Heinz Jäger haben die Arbeitsweise ihres Vaters Erwin perfektioniert. Rot an der Rot in Oberschwaben. Die Luft riecht nach Landwirtschaft. Auch im Weiler Emishalden, der nur wenige Kilometer entfernt liegt. 12 Einwohner, aber eine Menge Leute, die jeden Tag hier zur Arbeit kommen. Zum Firmensitz von Jako. Im ehemaligen Elternhaus die Büros. Für Architekten, Bauingenieure und Industriekaufleute. Karl-Heinz Jäger auf dem Weg zu seinem ehemaligen Büro. 2002 hatte Jako das Fachwerkhaus hierher versetzt. Als die Aufträge zunahmen, wurde es zu eng und er musste in ein größeres Büro umziehen. So, wir betreten jetzt unser Musterhaus, unser Jako-Musterhaus, das für unsere Kunden dient, um zu zeigen, was können wir denn in historische Gebäude machen. Und jetzt vor allem im Eingangsgebäude oder im Eingangsbereich sieht man den heiligen Josef, den Schutzpatron der Zimmerer, der für uns hier in der im katholischen Oberschwaben ein sehr großes, sehr wichtiges Element darstellt. Und der über die Renovierung wacht, sodass alt und neu immer schön miteinander harmonieren. Es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, diese alten historischen Treppen aufzusteigen, weil man sieht es schon, die sind relativ steil von der Steigung und eigentlich nur in historischen Gebäuden zugelassen. Auch die Raumhöhen, man sieht hier deutlich, man muss hier mit dem Gebäude ein Stück weit mitgehen. Und das Tolle ist, wenn man das ganze Gebäude betrachtet, immer das Treffen von Alt und Neu. Man sieht hier ganz toll die Fachwerke, hier auch die Verputzungen. Nebendran aber ein Glastrennwand, wo die Räume in dementsprechendem Licht erscheinen lässt. Direkt neben dem Musterhaus schlägt das Herz von Jako. Ein Neubau, auf den auch Thorsten Wiest recht stolz ist. So, hier befinden wir uns jetzt in der Jako-Halle. Hier sind die Schätze von Jako bei Denkmalpflege eingelagert. Man sieht zum Beispiel hier unter anderem in unseren Regalen Einzelteilen, die für die Restaurierung benötigt werden. Was gibt es hier nicht alles zu entdecken? Mostfässer, Handläufe, Kirchenbänke, Fensterläden, alles kann eine Verwendung finden. Und hier sieht man zum Beispiel eine Treppenstakete. Die wir dann wieder einsetzen zur Restaurierung, wenn jetzt bei einer Treppe eine Stakete fehlen würde. Das Wichtigste: In der Halle sind komplette Häuser eingelagert. Sie warten auf einen neuen Standort, in Freilichtmuseen oder auf privaten Grundstücken. Hier kommen wir jetzt zu den Bauteilen vom Haus Kornberg. Das Haus Kornberg, das haben wir quasi vor einem Abriss gerettet. Wenn wir drei Tage später gekommen wären, wäre das Haus abgerissen und für immer futsch gewesen, sage ich jetzt mal. Wir haben das für eine Privatperson abgebaut, die das später wieder aufbauen will. Die Privatperson kam ein paar Wochen vor uns auf uns zu und hat gesagt, wir möchten gerne ein Fachwerkhaus haben. Dann haben wir sofort reagiert und haben gesagt, wir wissen eins, wo es abgerissen werden soll. Und der Kunde war dann zufrieden mit diesem Fachwerkhaus und haben gesagt, okay, das retten wir jetzt, bringen es bei uns in die Halle. Momentan wird es hier eben eingelagert und steht demnächst zum Aufbau an. Sucht jemand einen alten Bahnhof oder einen romantischen Schwarzwaldhof? Den gibt es ab 700.000 inklusive Wiederaufbau. Die Halle ist aber viel mehr als nur ein Lager. Für uns ein ganz wichtiger Schritt ist die Restaurierung in der Halle, weil der Restaurierungsprozess dauert eine Zeit lang an, kann über Monate, teilweise bis zu einem Jahr gehen. Und hier in unserer Jako-Halle sind wir halt witterungsunabhängig. Das heißt, wir sind geschützt vor Regen, vor Schnee, vor kalten Temperaturen. Die Halle ist temperiert. Wir können jegliche Arbeiten zu jeder Arbeitszeit ausführen. Schlechtwetterpausen AD. Ein weltweit einzigartiges System. Ein Haus in der Halle wieder aufzubauen und hier zu restaurieren. Ein logistischer Geniestreich, der Jako zum Marktführer macht. Wenn die restaurierten Decken und Wände an ihren neuen Bauplatz kommen, ist es wie mit einem Fertighaus. Man muss nur noch alles zusammensetzen.
Der Vater von Karl-Heinz, Martin und Bernd Jäger konnte den Erfolg seiner Söhne nicht mehr miterleben. Doch er hatte den Grundstein gelegt in den 80ern. Mit der Translozierung alter Häuser, also ihrer Versetzung an einen neuen Ort, lässt sich ein Geschäft machen. Das ist ein fahrbares Gerücht. Fahrbar, ja. Unser Vater hat eine ganz große Gabe gehabt. Er hat auf der einen Seite immer visionäre Gedanken gehabt. Und er hat dann dieses Translozierungssystem mitentwickelt, das ursprünglich aus Amerika gekommen ist. Und hier war das für mich immer das Spannende, wenn ich immer als kleiner Bub nach der Schule mal mit dem Vater auf die Baustelle rausgefahren bin. Dann ist man an dem Museum gewesen. Und da ist dann ein Zelt gestanden und als kleiner Junge, was verbindet man mit einem Zelt? Man verbindet erstmal irgendein Fest oder Rummel oder sonst irgendwas und dann geht man in das Zelt rein. Dann waren dann unsere Mitarbeiter dort drin, haben gearbeitet, das ganze Haus lag in Einzelteile zersetzt. Man hat keinen Kran gehabt, es wurde alles händisch bewerkstelligt. Ich bin da auch mal dann, das weiß ich noch, zu unserem Vater heim und habe gesagt, du, wieso machen wir denn so alte Sachen? Können wir nicht was Neues machen, was einfach auch toller ist, wie das alte Zeugs, wo immer viel Dreck und alles Mögliche dranhängt. Und da hat mein Vater aber dann zu mir gesagt, ja, diese alten historischen Dinge, hat er gesagt, die muss man genau angucken. Da darf man nicht am Staub haften bleiben, sondern da geht es darum, den Staub ein bisschen wegzumwischen und zu gucken, was steckt denn da dahinter. Und wenn du das mal machst, dann wirst du feststellen, dass das vielleicht wesentlich mehr Input dir gibt, wie jetzt ein neues Haus. Und das habe ich dann ausprobiert und habe dann festgestellt, naja, so richtig verstanden du es nicht, aber ich vertrete schon mal die Meinung nach außen, dass das so ist. So. Überall in Deutschland haben sie schon Häuser versetzt. In Nordrhein-Westfalen ein Quelle-Fertighaus aus den 60ern. Im Museum Neuhausen ob Eck bauten sie das Kaufhaus Pfeiffer wieder auf. In Bonn versetzten sie den Kiosk, an dem schon Ludwig Erhard seine Zigarren kaufte. Ein Fachwerkhaus aus Balken und Lehm lässt sich gut auseinanderbauen. Das leuchtet ein. Aber was ist mit einem Steinhaus? Ihr jüngstes Projekt steht in Effringen im Schwarzwald. Noch. Dieses Haus aus dem frühen 15. Jahrhundert wird ins Museum Vogtsbauernhof nach Gutach versetzt. Die Sanierung des Hauses wäre für die alten Besitzer zu aufwendig geworden. So war der Umzug ins Museum die Rettung. Den Ab- und Wiederaufbau leitet Hubert Maucher. Wir erhalten natürlich mit der Ganzteilversetzung, mit der Translozierung der Wandteile, die Originalzustand. Das ist, wir bringen die Häuser 1:1 wieder ins Museum. Zu früheren Zeiten hat man das ganze Gebäude kategorisch kartiert, aufgenommen, planerisch aufgenommen und hat es aber zurückgebaut in Einzelteile und in sämtlichen Einzelteile auch wieder aufgebaut. Im Grunde genommen, mit unserem Verständnis, ist das eigentlich wieder ein neues Gebäude. Wir, wie gesagt, erhalten jede Delle, jede Kurve, jeden Nagel, wo an der Wand drin ist, auch Innenputze, Malereien, erhalten wir mit unserem Verfahren. In einigen Monaten bauen die Zimmerleute alles wieder zusammen. Ein riesengroßes Puzzle. Also wir nummerieren gerade die Dielung, dass wir die dann wieder einsortieren oder wissen, wo sie hinkommen. Also dass sie wieder an den gleichen Platz kommen. Auch hintereinander, deswegen sind die auch durchnummeriert. Der Abbau des Hauses dauert wenige Monate. Bis aber alle Balken wieder zusammengesetzt sind und Besucher das Haus im Museum anschauen können, das dauert etwa 2,5 Jahre. Hier sieht man unsere Verpackung von den Deckenelementen, die nächste Woche abgefahren werden mittels Transport oder Satteltransport. Wir haben hier eine Länge von ca. 10 Meter und Breiten bis 3 Meter, wo einfach für uns wichtig sind, 3 Meter Breiten auf den Straßen sind einfach
keine Nachttransporte, sondern wir können tagsüber fahren und sind nicht abhängig von Polizeibegleitung und Zeiten. Die Konstruktion an sich ist relativ simpel gehalten. Wir haben Querhölzer zur Stabilisierung der Deckenbalken und eine durchgehende Gewindeschraube, wo einfach die Putzdecke noch unten mithält. So sieht eine Hauswand aus, wenn sie umzieht. Eingepackt in Folie und zur Stabilisierung Latten. Zurück in Beuren, dem Dorf, in dem die Jako-Zimmerleute auf mehreren Baustellen unterwegs sind. Der Ort hat viele schöne Fachwerkhäuser, zum Beispiel das alte Rathaus. Ein historisches Gebäude perfekt zu erhalten, ist teuer. Nicht jeder kann sich das leisten. Am ehesten noch das Freilichtmuseum Beuren. Seit 20 Jahren liegt es am Ortsrand. Alle paar Jahre bekommt es Zuwachs. 4 Gebäude aus der Region hat Jako schon hierhin versetzt. Mitten im Dorfzentrum von Beuren, gegenüber vom Rathaus, steht das ehemalige Bürgermeisterhaus. In dem Gebäude wohnt schon lange niemand mehr. Aber das soll sich demnächst ändern. Das Bürgermeisterhaus wird das nächste große Projekt von Jako. Bernd Jäger hat es schon einige Male besucht und unter die Lupe genommen. Die Grundsubstanz stammt noch aus dem Mittelalter. Danach haben die Bewohner ihr Haus mehrmals umgebaut, besonders aufwendig im späten 19. Jahrhundert. Man kann hier verstehen, wenn man hier steht und hier rausblickt, dass es im Bürgermeister seine Stube war, weil einfach hier hat er den Blick auf sein Rathaus, den Blick auf die Kirche und natürlich zu repräsentativen Zwecken hier im Hintergrund diesen Balkon. Und wenn man das Ganze im Kontext sieht, nämlich zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches, Ende des 19. Jahrhunderts, dann kann man das verstehen. Der Bürgermeister braucht ja auch einen Balkon, um sich zu repräsentieren, ähnlich wie der Kaiser in Berlin auf dem Balkon stand, um zu repräsentieren. Wie hat sich das Haus im Laufe der Jahrhunderte verändert? Was kann und was muss von der alten Substanz erhalten bleiben? Und die wichtigste Frage: Wie weit darf man gehen, um das Alte den heutigen Bedürfnissen anzupassen? Denn das wird ja kein Museumshaus. Hier sollen bald wieder Menschen leben. Wenn ich durch so ein Gebäude reinlaufe, spüre ich sofort das Flair, das dieses Gebäude ausstrahlt. Was mir dann auch gleich in den Sinn kommt, sind einfach auch die Bewohner, die hier gelebt haben. Das ist auch wahnsinnig spannend. Mich fasziniert das auch. Und ist auch ganz wichtig, um das Gebäude verstehen zu können, muss ich auch wissen, wer hat dort drin gewohnt, wer hat dort drin gelebt, was für eine Nutzung war da. Auf der Jako-Baustelle hinter dem Bürgermeisterhaus. Ein mittelalterlicher Hof mit Scheune. Die Renovierung ist in vollem Gange. Die Zeit drängt, denn im Spätsommer wollen die neuen Bewohner einziehen. Hans und Christine Heidmann. Ja, wunderbar. Jetzt haben sie die Böden reingemacht und ja. Da hat sich ja ganz schön was getan in der Zwischenzeit, als wir das letzte Mal da waren. Alle Böden geschlossen, so wie man sieht. Fenster sind drin. Eieiei, ist ja richtig klasse. Also das haben sie wirklich sehr gut gemacht, die alten Fenster jetzt hier, wenn ich mir das anschaue. Aus dem Raum wird unsere Küche. Man kann sich vielleicht noch nicht so richtig vorstellen, aber wir haben schon eine genaue Vorstellung davon, wie es wird. Wo platzieren wir was? Im Raum? Also hier kommt eine Insel rein in die Küche, weil
die Räumlichkeiten, die Fenster sind zu nieder. Man kann hier keine Theke hinmachen oder Küchenzeile. Das wäre zu nieder. Also muss man die Insellösung wählen. Das heißt, die Wände die bleiben frei. Und im alten Raum, im alten Haus ist ja so, das war ja früher immer der Sozialraum, die Küche. Und dann haben wir uns gesagt, wir greifen das wieder so auf und machen auch hier unseren Sozialraum draus. Kleine Räume, niedrige Decken. Wie gehen Sie damit um, wenn das neue Heim weniger Platz hat als das alte? Und das wird unser Wohnzimmer. Das wird klein, aber fein. Und ich denke, so ein Haus ist schon immer so ein bisschen Interaktion. Das Haus spricht zu einem, weil wir haben zu Hause Möbel und das Haus sagt zu uns eigentlich klar, das geht nicht hier rein, das geht auch nicht rein. Und so sind wir immer am Überlegen, was geht denn überhaupt rein. Wir gehen rein. Die Sofaecke kommt dahin, in den geschützten Raum und da kommt ein Ofen hin. Und ansonsten kommt hier nicht mehr viel hin, weil dann ist der Raum voll. Vorfreude auf die kleine Galerie und die Schlafzimmer im ersten Stock. Bin ich aber jetzt gespannt, wie das rauskommt. Oh, ist das schön geworden. Jetzt guck dir das mal an. Jetzt haben wir tatsächlich Licht im Haus. Toll. Die ganze Zeit war das ja noch gar nicht vorstellbar. Das ist ja schön. Schau doch mal hier, wie das Licht auf den Boden fällt. Das heißt, wenn die Bretter da rauskommen und dann hat man den Blick nach unten und dann wird da auch Licht einfallen. Das ist natürlich grandios. So haben wir uns das ja vorgestellt. Also im Prinzip haben wir jetzt ein uraltes Haus mit einer neuen Hülle, kann man nicht sagen, mit neuen Innenleben und eben einer dementsprechenden Statik. Also es wird richtig, richtig schön innen. Und wir konnten uns am Anfang gar nicht so vorstellen, wie schön das eigentlich wird, weil das so marode war, als wir es angeschaut haben. Dann hat sich der Mut ja doch gelohnt. Neben ihrem künftigen Wohnhaus steht die ehemalige Scheune. Was soll aus ihr werden, so groß wie sie ist und schwer zu beheizen? Schau mal einer an. Also einerseits soll ein kleines Atelier reinkommen, und zwar in diesem hinteren Bereich. Das sieht man hier unten. Und das wird auch beheizbar sein. Und hier, da wo wir jetzt stehen, also hier, soll das Ganze geöffnet bleiben, sodass man auch mal im Ort Veranstaltungen machen kann. Welcher Art, wissen wir noch nicht. Vielleicht mal einen Kunstkurs, vielleicht mal ein Scheunenkino oder was auch immer. Oben im Gebälk gibt es noch viel zu tun für Jako. Jochen Rigger und seine Kollegen entdecken immer wieder morsche Stellen in den alten Balken. Was sollen sie machen? Die Balken komplett durch neue zu ersetzen, kommt für sie nicht in Frage. Wir haben jetzt die Mauerlatte. Die ist dementsprechend faul gewesen. Die haben jetzt bis aufs gesunde Holz zurückgeschnitten und werden die jetzt mit einem neuen Holz ergänzen. Das Schöne an der Eiche ist einfach auch äußerlich, schaut er aus, als ob er faulig wäre. Und sobald man aufsägt oder den ersten Zentimeter einfach abnimmt, dann schaut das Holz einfach aus wie neu, weil Eiche halt extrem haltbar ist. Natürlich ist das neue Holz auch aus Eiche und mehrere Jahre abgelagert. Sodeli. Übrigens, im Jargon der Zimmerleute und Restauratoren heißt so ein eingesetztes Holzstück Prothese. Kein Witz. Ich muss jetzt erst mal drehen. Oh Gott. Dreh. Und dann kommt der spannende Moment. Passt die Prothese in den alten Balken? So, und ins Blatt rein. Sie passt. Zum Schluss noch die Holzdübel zurechtsägen und dann rein ins Holz. Das sollte jetzt wieder einige Jahrhunderte halten. Diese aufwendige Jungkur steht dem Bürgermeisterhaus nebenan noch bevor. Aber schon jetzt kommt die eine oder andere Überraschung zum Vorschein.
Man erkennt unter diesem Linoleumboden einen Pitchpine-Boden. Ein Pitchpine ist ein amerikanisches Edelholz. Jetzt muss man sich natürlich wundern, wie kommt es hierher nach Beuren? Es hat einen ganz einfachen Grund. Das Deutsche Kaiserreich exportierte in dieser Zeit wahnsinnig viel Güter nach Amerika, Industriegüter mit dem Schiff. Die Schiffe kamen leer rüber und deshalb orderte das Deutsche Kaiserreich Unmengen an Pitchpine-Dielenböden aus Amerika, die dann mit dem Schiff nach Hamburg gekommen sind und von dort aus an alle öffentlich oder in allen öffentlichen Gebäuden des Deutschen Reiches, die zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, eingebaut wurden. Im Nebenzimmer gibt es noch einen viel älteren Dielenboden aus der Barockzeit. Hier haben wir den Boden aus dem 18. Jahrhundert und hier den Boden aus dem Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Das heißt 150 Jahre Differenz und 15 cm Höhenversatz. Kommt einfach daher, weil hier drüben natürlich der gleiche Boden drin ist. Und die haben alle 30, 40 Jahre einen neuen Fußboden eingebaut. Und dieser Pitchpine-Boden, das war dann der letzte, den man eingebaut hat. Und deshalb diese 15 cm Höhenversatz. Jako untersucht vor der Sanierung ein Baudenkmal ganz genau. Gibt es irgendwo versteckte Schäden? Was könnte die Baukosten in die Höhe treiben? Was verlangt das Denkmalamt als Partner? Sie wollen kein Fass ohne Boden, denn sie bieten den Besitzern einen Festpreis an. Nachverhandelt wird nicht. Im Durchschnitt, so sagt Jako, sei eine Altbausanierung nur 10% teurer als ein Neubau. Wenige Kilometer weiter am Ortsrand von Beuren. Das Freilichtmuseum. Hier hat Jako kräftig mitgeholfen. Zwei dieser vier Häuser gehörten zu einem kleinen Bauernhof aus dem Mittelalter. Der stand in Eichelau auf der Schwäbischen Alb. Der Hof hat eine Besonderheit. Ein später eingebauter Gewölbekeller. Und der musste mit umziehen. Man hat noch nie einen Gewölbekeller umgesetzt. Und ich wusste auch nicht, wie man das macht, konkret. Ich wusste nur, wo ich mich ein bisschen zurückgenommen habe, habe ich gewusst, wir können das. Und zwar so. Der Keller erhielt einen Betonmantel. Dazu mächtige Verstärkungen aus Stahl. Was hätten die Erbauer des Hauses wohl dazu gesagt? Ihr Keller, Huckepack. Anders als die Bewohner vom Hof Eichelau, die ein ziemlich karges Dasein führten, lebten die Besitzer des Hofs Bühler im Wohlstand. Der steht seit 2015 am anderen Ende des Museums. Auch ihn hat Jako hier wieder aufgebaut. Eine besondere Herausforderung, denn das große Haus hatte eine andere Firma 20 Jahre zuvor abgebaut. Nur existierte die inzwischen nicht mehr. So lagerte das Haus, in Einzelteile zerlegt, jahrzehntelang in einem Schuppen. Und das hat mich fasziniert, dieser Hof Bühler. Und niemand traute sich an diesen Hof ran, weil der so riesig war. Man kann es ja von den Ausmaßen erkennen. Und das war das Faszinierende, sich mit einem Gebäude zu beschäftigen, das A, wahnsinnig groß war und das wir natürlich auch nicht abgebaut hatten. Und das war das Spannende und Beeindruckende hier beim Hof Bühler. Alte Gebäude denkmalgerecht zu sanieren. Das ist eine Aufgabe, die sich nicht nur für Freilichtmuseen lohnt. Denn diese Häuser sind ein Stück unserer Geschichte. Das Gebäude vermittelt mir ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Geborgenheit, aber auch ganz einfach Nachhaltigkeit. Wenn wir in einem Gebäude sind, das 600, 700 Jahre alt ist, so wie hier, das ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, was das für Geschichten erzählen kann und wie nachhaltig das ist. Und wir beschäftigen uns heute in unserer Gesellschaft mit Nachhaltigkeit und denken dabei an 30, 40 Jahre. Unsere Vorfahren haben für die Ewigkeit gebaut. Und das ist das Besondere an diesen historischen Gebäuden.